Hallo liebe Barschalam-Freunde, herzlich willkommen zu einer Sondersendung aus Spanien. Hänger gibt es hier noch mehr als Fisch. Aber da vorne ist jetzt schon wieder, während ich hier irgendwie eine Ansage drehe an Moderation, kommt er und fängt schon wieder einen dicken Barsch. Das Blöde ist, dass die Leute jetzt wirklich denken, dass das hier gang und gäbe wäre. Schöner Fisch. Ciao. Ich moderiere hier rum und da werden die Fische gefangen. Eine Unverschämtheit. Topköder. Motoröl. Wieder Schleichwerbung. Nicht so schlimm, für gute Sachen kann man schon Werbung machen. Und er hält sogar schon der zweite Barsch aus. Gibt's irgendeinen Trick? Nicht im Ernst. Boah, jetzt ist er weg. Lieber Johannes, verrat uns mal deinen Trick. Gibt keinen Trick. Nicht? Übelst die Skills auf jeden Fall. Übel die Angelskills. Das. Jeden Tag üben. Barschalarm lesen, verdammt viel. Im Schlaf anschlagen ist wichtig. Mit dem Barschpapst angeln gehen. Auch wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Auch wenn er sie selber nicht fängt. Jetzt wird er frech. Vorhin habe ich noch eine Ansage gekriegt, dass ich die Fische bitteschön nicht selber fangen soll. Gut. Also ich versuch's nochmal mit meiner Moderation. Liebe Barschalam-Freunde, vielen Dank für das gute Feedback, wollte ich sagen. Das ist eine Sondersendung aus Spanien, die extra nur deshalb zustande kommt, weil ihr so nett zu mir seid. Ey. So ein geiles Feedback habe ich mir nicht erträumt. Ich bin hier am Guiden. Hatte zwar meine Gäste gebeten, ruhig zu sein, während ich diese Moderation mache, aber geht gerade nicht, weil die sind jetzt gerade voll im Barschfieber. Es beißt. Wir angeln hier bei 24 Grad und Sonnenschein. Bei euch ist es deutlich frischer und Orkan soll es wohl geben und regnen tut's. Genau, deswegen sind wir hier in Spanien, nicht wegen der anglerischen Herausforderung. Ne? Hier hüpfen einem die 45er ja im 2-Minuten-Takt ins Boot. Aber weil das Wetter so schön ist, das Essen, alles und die Landschaft. Da vorne wird gegrinst. Wir wissen genau, dass es sich nicht so verhält, dass auch hier hart gekämpft wird. Natürlich fangen wir hier Fische, sonst wäre man nicht da. Aber man hat ja wohl die Berechtigung, einmal im Jahr mindestens einen schönen Angelurlaub zu machen. Und den macht man natürlich in einem Gebiet, wo man Fische fangen kann. Und das machen meine Leute heute sehr gut. Ich hatte selber hier einen Tag mit 3 Fischen nur. Ganz harte, schwere Kost. Die anderen haben gefangen an dem Tag. Und da haben wir unser Konzept aber entwickelt. Das Konzept ist ein bisschen mehr Blei. Dafür etwas kürzere Sprünge. Relativ kleine Köder. Und anschlagen, wenn es reintockt. Ziemlich einfach. Ziemlich erfolgreich. Setzt nicht jeder hundertprozentig um. Das war jetzt fies. Zur Belohnung, wie gesagt, soll es ein paar Live-Bisse geben. Ja, Leute, Angelguiding, so wie es sein soll. 4. Wurf, 5. Wurf, 1. Platz, schöner Mittelklasse-Zander, der hat den Easy Shiner haben wollen, welch Wunder. So, da vorne wurde mir ein kleiner Zander angekündigt, weil es nicht gezappelt hat. Tada! Schöner 50er Zander auf jeden Fall. Fällt mir immer gut, die Zander mit den roten Flossen. Da wollte
absolut. Auf die Kackwurst? Nein. Auf die weiße Kackwurst. Perfekt, wo hast du den her? Die Kackwurst beim Pokern gewonnen. Von? Von Johannes Ible. Ja, voll schade. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich den Gurt anlegen soll für den Live-Biss und hatte gerade so einen schönen Biss von echt einem ganz schönen Zander. Achter, Fettzwing Impact, 14 Gramm Kopf, kurze Sprünge. Ihr wollt ja immer, dass ich ein bisschen was zur Technik erkläre, ne? Ganz kurze Sprünge. Ein wunderschöner Fisch. Weil wir in Spanien sind, dürfen wir den auch releasen. Sehr schöner Biss, ein Traum. Alles muss man selber machen beim Guiding. Filmen, Fische fangen, Plätze aussuchen, komische Gäste. Spaß. Ab und zu fängt so ein Guide halt auch mal einen Fisch. Ich kann sagen, der kleine Fanswing Impact fängt. Warte, Chartreuse. Hey. Ja, wir bewegen uns. Das ist der E-Motor. Ja, und jetzt? Beliebtes Spielchen. Wir gegen den Hänger. Jetzt dürfen wir da hinfahren, weil der Schwab seinen Gummifisch nicht abreißen will. Oh. Mittels dieser Fernbedienung wird der Motor gesteuert, da vorne. Und dann fahren wir hinter den Hänger, also so dass wir gegen die Richtung, in die wir ihn reingezogen haben, lösen können. Klappt in 50% aller Fälle. Diesmal sieht es nicht gut aus. Hier waren große Fische auf dem Echolot und wir werden jetzt mal versuchen, große Fische mit kleinen Ködern zu fangen und kurzen Sprüngen. Das ist das Motto. UV-Farben. Ich gebe eine Runde Köder aus, dann knallt es auch. FSI, Fat Swing Impact. Dem habe ich gestern so 1,20 Meter war es schon gefangen. Jetzt gucken wir mal, dass wir einen ordentlichen Zander rauspelzen. Und da vorne gibt's, ratet mal, was es da vorne gibt. Schreibt's schnell in die Kommentare. Achtung, 1, 2, ich decke auf. Also dabei handelt es sich um einen Tortellini-Salat. Tortellini chefmäßig von der Kati gestern abgekocht. Käse-Pilz-Mischung. Zweimal Käse, einmal Pilz. Dann Paprika rein. Schwarze Oliven. Vorzugsweise ohne Kerne. In dem Fall ein Paket mit und ein Paket ohne Kernchen erwischt. Also kleines Gefahrenpotenzial vorhanden durchaus. Peperoni, Thymian und Oregano. Die Paprika und so weiter angebraten. Olivenöl drüber. Balsamico, Creme. Alles schön vermengen, ab in die Tupper.
perfektes Food fürs Boot. Super. Klingt total begeistert. Das klang ja total begeistert. Aber ich glaube, er mag es wirklich. Ganz schlechter Fisch, ohne Biss, würde euch ja eigentlich einen beeindruckenden Live-Biss zeigen. Und jetzt hängen die sich nur ein. Der erste kam so mit Schmackes. Läuft. Schrei. Alter, ja. Wünsche dir einen sehr dicken Barsch. Was ist das für ein sehr dicker Zander. Ich hab's schon gesehen. So ein geiler Barsch. Der perfekte, mega schöne Barsch. Unheimlich toll. Wow, ein Biss wie von einem Zander. So geil. Auf den kleinen Fatswing. Geil. Und da hinten wird auch gedrillt. Das ist der Doppelbarsch, Kati. Yes! Sehr schön. Gratuliere. Okay. So, jetzt haben wir alle unsere Fische gefangen. Perfekter Tag. Wetter brutal. In Deutschland habt ihr jetzt gerade, glaube ich, nicht so tolles Wetter wie hier. 24 Grad Windstille. Beißwetter. Mega schön. Jumping Release. Und auch hat man gern oft hier in Spanien. Ja, wir wollten gerade einen Platz nochmal wechseln. Und auf den letzten Sprung kam dieser Zander noch schnell daher gehüpft. Schöner Biss? Ja, hat gut reingehaut. Oh, das ist ein Barsch. So, jetzt haben wir einen schönen Barsch live. Kamerafrau Kati hat es direkt erwischt. Eine gelungene Kooperation von Kati und mir. Exakt ein Wurf hat es gedauert. Gerade gebeten, noch ein paar Close-Ups zu drehen, Rollen und so weiter, dass die Karte auch schön Schnittmaterial haben. Pam, kommt der Barsch. Perfekt. Super. Leute, ich habe es mir überlegt, bin zu dem Entschluss gekommen, noch was zu verlosen. Und zwar unter allen Leuten, die diese Folge kommentieren, liken, ein Abo dalassen und das Glöckchen aktivieren für die Benachrichtigung, verlose ich 2 Pakete, 2 Achter Fatswing Impact und 2 Pakete Dickbarschbringer Easy Shiner 4 Inch. Also kommentieren, liken, Abo dalassen, Glöckchen drücken. Viel Erfolg, haut rein. Jo, jetzt wird es wieder schön windig. Die Kollegen wollen den neuen Spot. Machen wir einen neuen Spot.
bin gestern von dem scheiß kalten Wind gleich so raue Lippen, weißt, wie im Winter. Ja, das kann ich. Der war heute Morgen auch so ekelhaft. Ihr seid mir schon so ein paar weiche Eier. Ach. Geht mal. 8 Grad kalter Wind. Kommt der mir mit rauen Lippen. Das ist ja schon wieder großartig. Mindestens so gut wie mit dem Feind seiner Verstopfung. Den Biss habe ich live mitgekriegt. Mich gerade mit Johannes unterhalten. Da muss das ja so reingerockt haben. Alter! Oh mein Gott! Schöne Boss! Granatenbiss. Zander. Voll geil. Ich hab mit dem Zander gerechnet bei dem Biss. Wie der sich den Mike gehämmert hat. Heute ein wunderschöner Angeltag neigt sich dem Ende entgegen. Wir machen jetzt hier noch eine Stelle. Die Fische, die hier kommen, enthalten wir euch vor. Das ist jetzt Privatsache. Es wird nicht mehr lang gefilmt. Und ich bin sehr gespannt und bin voller Vorfreude auf die Sportschau, weil der VfB heute ganz bestimmt in Dortmund nicht verloren hat. Daran glaube ich fest, denn es war ein wunderschöner Angeltag und Angeltage sind auch immer sehr gute Omen für Fußballspiele. Meinen besten Tag zum Beispiel auf der Spree mit, glaube ich, 3,40er Barschen hatte ich an dem Tag, als der VfB in Paderborn gegen den Abstieg gespielt hat und seinerzeit 2-1 gewonnen hat. Ich glaube Tore Dedavi und Ginczek. Vielen Dank nochmal dafür. Ein Jahr später haben wir uns ja dann verabschiedet. Aber wir sind wieder da, kämpfen erneut gegen den Abstieg, werden es aber wieder schaffen, weil wir, wie gesagt, heute Dortmund abgefiedelt haben. Also bis zum nächsten Mal und immer optimistisch bleiben, ne? Ganz wichtige Eigenschaft im Leben.